Hey yo, was geht ab Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video nach langer, langer Zeit und zwar heute zu FIFA 21 und zwar gibt es heute ein saftiges 12.000 FIFA Points Pack Opening. Ich bin schon sehr gespannt, bin heute aber nicht alleine und zwar Fabi ist auch noch mit dabei. Was geht ab, Digga? Jojo, was geht ab? Und zwar, wer sich noch dran erinnern kann, ich glaube FIFA 17, ne, haben wir schon eins gemacht. Ja. Und zwei, ich würde sagen, wir gucken uns mal ganz kurz an. Es gibt noch einen ganz kleinen Replay, ich blende es euch ein. Und danach würde ich sagen, schneide ich euch einfach das Beste vom Besten zusammen. Ich hoffe, ich habe Pack Luck, wünsche mir auf jeden Fall Glück. Und dann würde ich sagen, wir gehen rein in die Packs. Let's go. Servus Leute, was geht ab? Ich komme zu einem weiteren Pack Opening. Auch halt noch dein Maul, Fabi, Alter. Ja, also das... Digga, wie heißt das? Das ist ein Walross, Digga, was ist das? Seerobbe! Okay, so. Joao Felix auf dem Pack, let's go. Schauen wir mal. Mann, Alter. Digga, Falcao. Oh, den PP schon wieder von Arsenal. Man kennt's. Bis jetzt auf jeden Fall nur Schmutz. Digga, und Diego Costa, den alten Beißer. Aha. Ey, die ersten 1000 FIFA Points schon weg, ne? Er schmeckt ja gar nicht, ne? Sag ich dir ehrlich. Ach, Leute. Ich ziehe Buffon, die Legende lebt. Ich weiß nicht, wie alt er ist mittlerweile, wahrscheinlich schon ein paar 50, aber Kevin. Immerhin die erste Legende. Aber der Ronaldo klopft schon noch an der Tür, keine Sorge, der kommt. Der klopft, tatsächlich, ich habe ihn eben schon im Treppenhaus gesehen. Na gut, dann und ich meine es einfach mal ein Skip-Pack, weißt du, das ist einfach das, was hilft. Man muss auch einfach mal ein Skip-Pack machen. Eder Militao, Digga, oh mein Gott, Skip-Pack. Eder Militao. Frische. Der ist saftige 35k wert. Skip-Pack, Freunde der Sonne. Merkt euch, Skip-Pack. 35k, schmeckt. So, neues Pack, neues Glück. Ah, der Walkout lässt noch auf sich warten. ZOM Stindl. Ah ja, Stindl in der Himmel. Perfekt. Und Schulz in einem Pack. Schulz müsste eigentlich auch noch ein bisschen was wert sein, oder? Ja, 7, 8k, ja. So, Freunde, mal unser letztes Jumbo Premium Pack auf. Mit Erling drauf. Und ich gucke einfach mal nicht hin. Und höre einfach nur. Einfach mal nach dem Gehör gehen. Das wäre schön, ja. Oh, Joao Felix, der was wert? Nee, ne? Weiß ich gar nicht. Kann ich mal gucken. Ah, ich fürchte nicht. Oh, obwohl Preisrange 30k, ist der was wert? Oh ja, 30, doch, ein bisschen. Ja, ja, okay, nimm mal mit. Ciao, Felix. Ja, wie gesagt, also der wird dann noch vorbeischauen. Oh, Roussillon, ist der nicht auch ein bisschen was wert? Ich glaube, Roussillon ist tatsächlich auch noch was wert. Oh. Ich glaube, ja, neben Eder Militao der wertvollste. So um die 23k. Ja, sehr moin, schön. Dreht euch. Sehr schön. Flacho. Komm schon. Yay. Schon wieder Promis. Ja, moin. Ja, ich hab auch so viele Doppelte, ne? Sie könnte man verkaufen, ey. Und bei I ist der was wert? Bei welcher? Hat der von Innenverteidiger, ja, wegen so ungefähr 10k. Der muss was wert, ja. So, Freunde, wir machen nochmal einen kleinen Skip-Pack. Wie gesagt, ich hab da so Flashbacks zu FIFA 15 Zeiten. 84er Pizzi, ich glaube unser highest gerateter Spieler bis jetzt, leider. Ja, um die 3k. Und Ochipka, hat eine frische Frise, schön kurz, hat er auch dem Friseur gesagt, Seiten auf Sifre. Oha, Klostermann im Spielerwahlpack. Das schmeckt. Oh.
Oh, das ist nice. Wie viel kostet der im Moment? Ja, Costa Quanta, gut 30k. Das ist gut. Im Spielerwahlset, so ein Spieler, das ist sehr gut. Geil, Digga. Ist läppert sich halt so ein bisschen, ne? Oh, es geht durch. Innenverteidiger. Oh, Manolas. Der ist bestimmt nicht. 83er Manolas, Freunde. Der erste Spieler, der heute durchgeht. 13k, ja, ist nicht. Aber Manolas ist zumindest ein Anfang. Manolas ist zumindest ein Anfang. Preisrange 40k, tut natürlich ein bisschen weh. Aber ist okay. Ist okay. Wir wollen uns nicht beschweren. Es geht durch Belgien. Innenverteidiger. Oh. Vertongen. Och, ich dachte, jetzt kommt noch mal so ein schöner Hazard im letzten Pack. Naja, dann wär's ja ein Walkout, ne? Dann wär's ja links einen Balken ja dunkel, ne? Ja, ich weiß extra nicht, wie es aussieht, um die Spannung nicht zu nehmen. Naja. Och, Mensch, ja, gut. So, Freunde der Sonne, wir haben es ungefähr 2, 2,5, 3 Stunden später nach dem Pack-Opening. Und ja, was passiert, wenn man danach noch so privat ein, zwei Packs zieht? Ohne Momentum. Ja, da zieht man nochmal einen Kane und einen Hakim Ziyech, ne? Kann man auf jeden Fall machen, würde ich behaupten. Ja, also nehmt niemals auf, Freunde, nehmt niemals auf. Dann würde ich sagen, machen wir einfach Nosepack. Zack. Freunde der Sonne. Und schauen einfach mal. Belgien, LV. Oh mein Gott! Ja moin, das ist es. Ja moin. Ja moin. Ja moin. Vielleicht haben wir sonst noch was drin, mal gucken. Und nochmal Rodrigo sogar. Pepega, den kann ich auch nochmal verkaufen. Nice. Nice one. Dann auf jeden Fall noch eine kleine Sache. Weekend League, Freitag, Samstag, Sonntag werde ich vielleicht streamen. Also wahrscheinlich nicht an jedem Tag, aber ihr könnt ja mal sehr gerne vorbeischauen. Erster Link in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, die erste Weekend League zusammen und seit langer Zeit dann nochmal wieder auf Twitch. Schauen wir mal, was wir erreichen. Und dann verabschiede ich mich schon mal. Ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr noch weitere FIFA-Videos sehen wollt. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und das Schlusswort bekommt noch mein Gast. Jojo, haut rein. Ciao, ciao.